Was sind denn das alles für Zahlen? Naja, Frühstück, Mittagessen, Waschmaschine, Miete. Wir haben lange nicht mehr abgerechnet. Wie viel? 1005 Euro und 15 Cent. Ich habe die Post aufgemacht. Sie hatte mich ja drum gebeten. Ach so. Wir haben, was stand denn Merkwürdiges in dem Brief? Dass Henning und Marie keine Geschwister sind. Wie hat sie reagiert? Gar nicht. Ich habe ihr den Brief verschwiegen. Mondstein steht für Kraft und für Liebe. Nimm einfach das Amulett da, als Erinnerung. Erinnerung? Gabriella, ich geh weg von hier. Weggehen. Wohin? Mal sehen. Ich will auch neu anfangen. Ja, das war es eigentlich, was ich dir sagen wollte. Mach's gut und pass auf dich auf. Du auch. Viel Glück. Ja. Marc, das geht nicht. Hä? Und wieso? Wenn sie den Brief liest, dann ist meine Beziehung sowieso vorbei. Wieso? Was hat der Brief mit eurer Beziehung zu tun? Oh, Mensch, wenn die beiden keine Geschwister sind, dann... Marie doch sowieso zu Henning zurück. Unsinn! Marie liebt dich. Du kannst dir den Brief nicht vorenthalten. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was da drin steht. Vielleicht ist das doch alles nur ein schlechter Scherz. Ich gehe schon. Hallo, Lukas. Marie, hallo. Komm rein. Mist. Ich habe vergessen, zurückzurufen. Ja, das habe ich gemerkt. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Das wollte ich dich gerade fragen. Erst willst du mir im Label helfen und dann verschwindest du einfach. Ja, ich hatte noch einen wichtigen Termin und naja, du hattest dieses Vorstellungsgespräch. Du hättest wenigstens Tschüss sagen können. Ich wollte da nicht so reinplatzen. Im Büro warst du auch nicht zu erreichen. Ich hatte einen Termin beim Kunden, Objektschutz. Naja. Ich habe den Tag ja trotzdem überlebt. Was machen wir jetzt mit der angefangenen Nacht? Ich lese dir jeden Wunsch von den Augen ab. Mm. Nicole, du kannst ruhig nach Hause gehen. Ich mache nur das Licht in der Küche aus. Ja, okay. Tschüss dann. Ciao. Jule? Na, bist du in dich gegangen? Wenn du noch 2 Euro die Stunde drauflegst, dann fange ich hier wieder an. Sorry, ist nicht drin. Wenn du noch einen anderen Job in Aussicht hast, dann... Keinen mit so kurzen Anfahrtswegen. Tja, dann. Okay, ich kellner wieder hier, aber nur so lange, bis ich keine Schulden mehr habe. Gut, die Frühschicht morgen, ist es okay? Je früher, desto besser. Daniel geht. Er will, dass wir beide wieder glücklich werden. Aber ich will nicht, dass er geht. Ich will auch nicht, dass er bei mir ist. Ich weiß gar nicht, was ich will.
Elisabeth, entschuldige, ich weiß, ich bin spät, aber das Meeting hat ewig gedauert. Die Gewerkschaftler sind völlig... Was ist passiert? Daniel geht weg. Für immer. Ist ja alles leer. Im Keller steht jede Menge. Früher haben wir abends aufgefüllt. Früher haben wir auch noch mit D-Mark bezahlt. Ich fahre jetzt zum Großmarkt. Ich bin jederzeit für Handy erreichbar. Aha. Was willst du denn hier? Ein Kaffee. Bitte, heißt das. War Guido schon hier? Zwei von euch, ich muss kotzen. Pass auf. Der Anzug kostet mehr, als du im Jahr verdienst. Schön für dich, Charlie, kauft dir bestimmt einen neuen. Ja? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aha. Alexa! Ja? Habt ihr neuerdings Gleitzeit in der Schule, oder wie? Später, komm, früher gehen. Ich muss noch einen Hausbesuch machen, bevor ich in die Praxis gehe. Komm jetzt. Tschüss, Daniel. Tschüss. Warte, du! Ging's noch nie besser, ich sag's dir. Was ist denn das, ein Haschplätzchen? Wir sind Pickel. Wann hast du denn gemerkt, dass deine Gefühle für Gabriela wieder aufgeflammt sind? Eigentlich habe ich nie aufgehört, was für sie zu empfinden. Willst du einen Kaffee? Sag mal, ist irgendwas? Wenn du willst, kannst du mein Zimmer haben. Hast du die Schnauze voll von uns? Nur Spießer bleiben länger an einem Ort. Hast du selber mal gesagt. Du willst weggehen? Wenn du noch mal deine Frühstückspläne änderst, dann ruf mich gefälligst an. Lachs? Ist lecker. Ja, genieß ihn, solange du noch kannst. Ein Kaffee bitte. Gerne. Also, ich kann mich nicht beklagen über meine Geschäfte. Ach ja, hast du endlich jemanden gefunden, der dir die Drecksarbeit abnimmt? Claro, hab ich dir doch gesagt. Olli Boy. Das kommt nicht in Frage. Er ist geradezu ideal. Und er ist Charlies Neffe. Und wenn er mit Drogen geschnappt wird. Ich würde ja noch lauter schreien. Guten Morgen, mein Schatz. Charlie, kein Tag ist so schön wie du. Der Lachs, Frau Schneider. Fantastik. Na, nur Komplimente am frühen Morgen. Ja. Entschuldigung, Frau Schneider, Telefon. Grazie. Hast du dir schon Kaffee bestellt? Ja, ja. Selbst wenn die Bullen Oliver irgendwann hochnehmen, das kann dir doch scheißegal sein. Du bist dann längst nicht mehr von Charlie abhängig, sondern mit Cécile de Maron liiert. Erstmal muss ich Marc dazu bringen, Marie den Brief zu geben.
Zufällig hat mein bescheuerter Bruder nämlich ausgerechnet an dem Tag, als mein Brief im Label ankam, Maries Post aufgemacht. Oh oh. Ja, ganz genau. Und jetzt hat er natürlich Angst, dass Marie ihn sitzen lässt und zu Henning zurückkehrt. Was ist, wenn du einen zweiten Brief schreibst, und zwar an Henning? Damit er sofort kapiert, dass ich hinter der ganzen Aktion stecke? Oh, das ist alles kompliziert. Da lobe ich mir doch meine Branche. Schnell, direkt und klar. Meine Kunden zahlen bar. Ja. Mein Brüderchen wird schon plaudern. Schließlich ist er so moralisch und ehrlich. So, da bin ich wieder. Schön. Lass mich, ich geh schon. Machen wir lieber vorne den Tisch rein. Endlich mal eine Aufgabe, die meinen intellektuellen Fähigkeiten entspricht. Jule Roten, wer mit? Ach, Daniel, du bist. Oh, das kommt aber ziemlich plötzlich, oder? Ja klar, dann komme ich nachher noch mal vorbei. Okay, ciao. Das war Daniel. Der Tag hat 24 Stunden. Zwei davon verbringen wir mit Essen, sieben mit Schlafen und acht gehen für diesen Job hier drauf. Und demnächst wohl noch ein paar mehr, bis wir einen Ersatz für Daniel gefunden haben. Und wozu das alles? Der zieht weg. Ich meine, wo bleibt der Spaß? Du, Jule, ich habe echt lang genug Leute bedient. Ja, aber... Keine Panik, du kriegst deine Kohle. Darum geht's doch überhaupt nicht. Umso besser, wenn es noch Zeit hat. Nein, Süße, ich habe heute wirklich keine Zeit. Nicht mal auf einen Kaffee im No Limits? Nein, ich muss noch ein Angebot für einen Kunden fertig machen. Und das wird ziemlich kompliziert. Ja, klar. Ich rufe dich dann morgen an. Und ich liebe dich. Ich dich auch. Bist du auf der Flucht vor Marie? Es ist nicht einfach, seine Freundin zu belügen, was? Ich belüge sie nicht, ich sag ihr noch nicht alles. Oh, das ist natürlich ein Unterschied. Als Anwalt würde ich dir raten, ja, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Bla, bla, bla. Ist es dir lieber, eines Tages aufzufliegen? Ich will erst mal rausfinden, von wem dieser Brief überhaupt stammt. Von einer Freundin. Sehr aussagefähig. Ja, und ich werde erst mal rausfinden, wer diese Freundin überhaupt ist. Und ich werde Zeuge eines Wunders. Dass das nicht einfach wird, ist mir auch klar. Es ist unmöglich. Gib Marie den Brief jetzt und sie ist sauer. Er fährt sie in ein paar Monaten davon. Zufällig. Dann macht sie Schluss. Garantiert. Solltest du mal besser mein Problem sein lassen. Es ist deine Freundin. Ja, und sie ist glücklich. Also, warum sollte ich jetzt schlafende Hunde wecken, ha? Huh? Du willst echt heute schon abreisen? Es gibt nichts mehr, was mir hier noch hält. Danke. Du kommst doch auch alleine klar. In ein paar Monaten, da bist du vielleicht selber weg. Und dann? Ich weiß noch nicht mal, wo ich dir irgendwie eine Karte hinschicken kann. Oder wenn ich irgendwas finde, wo es mir gefällt, dann melde ich mich sofort bei dir. Scheiße. Da wäre es mir fehlen, kleiner Bruder. Ja, ich dich auch. Grüße von Elisabeth. Ist sie gut in Prag angekommen? Der Flug war ruhig, das Hotel ist es auch. Und wenn jetzt ihre Verhandlungen noch zügig über die Bühne gehen, könnte sie morgen zurück sein. Scheiden tut weh. Ja, ich weiß. Aber ich habe mich entschieden. Und Daniel hat sich entschieden. Damit muss ich jetzt klarkommen. Weißt du, was das Besondere an Entscheidungen ist? Ganz gleich, welcher Art sie sein mögen. Man kann sie manchmal rückgängig machen.
Anstatt dich ständig über Lukas aufzuregen, solltest du lieber mal überlegen, wie du wieder an Kohle kommst. Mann, du mutierst echt noch total zum Spießer. Olli, im Park zu pennen hat nichts mit Romantik zu tun. Es ist einfach nur verdammt unbequem. Mir fällt schon noch was ein. Können deine Alten dir kein Geld leihen? Nee, um Gottes Willen, nein. Andi, ich glaube, das hier ist deine. Legst du sie in mein Zimmer, bitte? Ja. Du willst echt die Flatter machen. Weißt du schon, wo es hingehen soll? Nee. Ich werde dich echt vermissen. Ich dich auch. Also. Hey, Arno könnte vielleicht noch jemanden auf dem Bau gebrauchen. Du wärst den ganzen Tag mit durchtrainierten Jungs zusammen. Aber ob ich jetzt Tabletts schleppe oder Steine? Ich suche irgendwas, was Spaß macht und genug Kohle abwirft und wo mich keiner rumkommandiert. Das erleichtert die Suche natürlich. Bis ich was gefunden habe, ist eben erst mal Party angesagt. Und du hast wirklich keine Lust, heute Abend mitzukommen. Der Club ist wirklich cool und Isabel freut sich bestimmt auch. Nee, heute echt nicht. Kannst ja später nachkommen. Mal sehen. We're here! Margaritas? Oh ja! Zwei Margaritas, bitte! Sorry, das war ein Irrtum, ich nehme doch nur zwei Cola. Schon gut! Die Margaritas gehen auf mich. Okay. Bernd ist mein Name. Olli, hi. Schön. Ich darf dich doch einladen, oder? Ja, warum nicht? Schön. Bin schon so gut wie unterwegs. Ja. Bis gleich. Na, dein Mandant hat dir wohl ganz schön zugesetzt, was? Manche Leute sind sowas von borniert. Oh, armer Schatz. Oh, entschuldige mich. Ich bin gleich wieder bei dir. Hallo. Hallo. Ich dachte schon, du kommst gerne mit. Nein, zweimal Espresso. Ein für mich und ein für unseren armen Schatz. Rattenscharf, die Braut. Allerdings, wie für mich geschaffen. Hat sich aber noch nicht überall rumgesprochen. Krieg ich auch nicht. Nehmt euch doch den Tisch, ich schicke euch an. Henning wird schon bald alle andere in seinen Armen halten. Wann gibt Marc endlich den Brief an Marie weiter? Ich arbeite daran. Also mach das nicht. Marc hat in seiner naiven Einfalt den richtigen Riecher, was Marie und Henning angeht. Was hältst du davon, der Presse so ein paar Infos zuzujubeln? Ich meine, Henning von Anstetten ist immer für eine Story gut. Nee, ich warte erst mal. Vielleicht kann Marc ja die Arbeit erledigen. Du solltest nicht allzu lange warten. Das habe ich bestimmt nicht vor. Naja, du machst das schon, alter Ganove. Ich muss noch ein bisschen Geld verdienen. Ciao. Ciao. Schade. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Danke. Ciao. 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 Süß, die Kleine. Deine Freundin. Nee. Willst du noch eine? Klar. Dann gehe ich kurz vorhin. Hallo, Oliver. Wir sehen uns ja hier ständig. Was willst du? Dein neuer Laden? Verpiss dich. Hi. Hi. Ich wollte zu Alexa. Wir können auch in mein Zimmer gehen. Hm? Nee, lass mal. Ich will Daniel Schuss sagen. Ups. Okay, wie wär's, wenn du dann ein paar Fotos machst? Hallo, Franziska. Hi. Andi, willst du den haben? Tja, ist ja das perfekte Objekt für einen Schlagabtausch auf nonverbaler Basis, hm? Aber vorher mache ich ein Foto von deinem Gesicht. Ganz groß. Und dann klebe ich es da drauf. Hey, das ist eine coole Idee, Andi. Aber noch besser ist, wenn ihr alle herkommt und wir machen ein Foto von uns allen. Ja?
hier ein bisschen mehr zusammen. Hallo, Arno. Daniel. Tja, komm rein. Ich wollte dir noch etwas auf den Weg geben. Und jetzt Cheese. Danke. Verpackung ist nicht meine Stärke. Elisabeth lässt noch einmal herzlich grüßen. Sie musste nach Prag, geschäftlich. Gabriella. Nun ja. Ja, danke, das Messer ist wirklich toll. Praktisch. Ja. Pass auf dich auf. Ja, mach ich. Leiter, oder? Ja. Hier. Der gehört dir. Wie jetzt? Du musst nur ein bisschen lieb sein zu mir. So, das war alles. Danke. Auf jeden Fall schön, dass ihr es noch geschafft habt. Ehrensache, oder? Hey, ich werde dich vermissen. Ich bin ja nicht aus der Welt. Du meldest dich, okay? Klar, Mann. Lass sie nicht ärgern. Wo steckt eigentlich Gabriella? Ich habe ihr heute Mittag schon Tschüss gesagt. Felix hängt am Set fest, aber ich soll dir ganz viele liebe Grüße bestellen und mach's gut, ja? Danke. Ciao, Daniel. Mach's gut. Tschüss, Franziska. Hier. Damit du es nicht vergisst. Ihr seid ja verrückt. Dankeschön.